Und willkommen zurück. Nachdem sie das Gespräch vorhin gerade unterbrochen hat, gucken wir mal, was wir weiter fragen können. Wir löchern sie mal. Geralt, können wir gehen? Nein. Könnt ihr mein Gedächtnis wiederherstellen? Dazu müsste ich euch untersuchen. Es kann durchaus sein, dass euer Gedächtnis von allein zurückkehrt. Wie groß ist die Chance? Das ist schwer zu sagen. Hilfreich wäre, wenn ich wüsste, was den Gedächtnisverlust ausgelöst hat. Tja, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Geralt, können wir gehen? Nein, außerdem hätte sie nicht gerade uns untersuchen können. Der Diebstahl. Welche Folgen könnte er haben? Die meisten Zauberer und Herrscher würden ihre habgierigen, machthungrigen Seelen verkaufen, um an diese Mutagene zu kommen. Nur ein Meister der arkanen Künste kann etwas mit diesem Wissen anfangen. Von ihnen gibt es nicht mehr viele. Was ist mit wohlhabenden Kaufleuten, Herzögen, Königen? Vielleicht. Alles ist denkbar. Aber wir vergeuden nur Zeit mit derlei Spekulationen. Wir haben einfach nicht genug Informationen. Stimmt. Geralt, können wir gehen? Ich muss etwas erledigen. Ganz kurz um. Ich komme wieder und hole euch ab, wenn ich fertig bin. Nicht, dass wir hier was liegen lassen, aber ich glaube, wir haben hier schon alles mitgehen lassen. Ja. So, wo bist du? Bist du jetzt hin, Liebelein? Du? Ach, da. Geralt, können wir gehen? Ja, jetzt können wir gehen. Wir sollten Wesemir nicht warten lassen. Dann kommt. Natürlich nicht. Wer ist mein Schieferstündchen? So, das hab ich gern. Wir wissen nicht, woher die Banditen kamen oder wer dahinter steckt. Als Gruppe erregen wir nur Aufmerksamkeit. Außerdem können wir ein größeres Gebiet absuchen, wenn wir uns trennen. Ich gehe nach Westen. Dort kenne ich ein paar Leute und ich bevorzuge das Küstenklima. Dann gehe ich nach Osten, nach Kedwin, wenn niemand Einwände hat. Gut. Wohin sollte ich gehen? Nach Süden, nach Temerien. König Foltest steht in eurer Schuld. Vor einiger Zeit habt ihr einen Fluch von seiner Tochter genommen. Vielleicht stoßt ihr dort auf die Fährte der Banditen. Und ihr, Triss? Ich werde meinen Einfluss nutzen, um die Banditen zu finden. Wenn ich etwas erfahre, nehme ich mit Geralt Verbindung auf. Ich sammle so viele Informationen wie möglich und treffe euch in Vysima. Triss. Nicht, Geralt. Ich hasse Abschiede. Ich muss dann weinen und es gibt nichts Jämmerlicheres als eine weinende Zauberin. Lasst euch nicht töten, Geralt. Ich würde das nicht nochmal ertragen. Wir sehen uns bald. Ach, und wir müssen laufen. Auf bald, Triss. Ja. Da hättest du uns ja auch mal ein Portal aufmachen können. Es geht lang, um eure Geheimnisse zu stehlen, welche der Hexer jahrhundertelang verborgen hatten. Ihr Anführer, ein sarikanischer Magier, erwies sich selbst für Triss Merigold als zu mächtig. Die Hexer begaben sich auf die Suche nach den gestohlenen Geheimnissen und brachen in alle Himmelsrichtungen auf. Geralt von Riva ging südwärts, nach Vysima. Umland von Vysima. Caroline, ich bin müde. Es ist nicht mehr weit. Wir sind bald da. Mir ist kalt. Wir besorgen dir etwas warme Milch mit Honig. Was hältst du davon? Das ist toll. Danke, Caroline. Was machen denn die Hunde da? Hunde?
Happa Happa machen sie. Alvin, mach genau, was ich dir sage. Das ist wichtig. Lauf so schnell du kannst zum Gasthaus und schau nicht zurück. Verstanden? Das sind böse Hunde. Lauf! Das sind leuchtende Hunde. Schon wieder Tschernobyl-Hunde. Was zur Hölle? Schließ das Tor, schnell! Noch, das sind wieder solche mutigen Die Bestie! Leute. Die Bestie greift an! Gebt Alarm! Die sind alle so mutig. Geralt, euch hat Melitele gesandt. Draußen ist eine Frau, die Hunde werden sie in Stücke reißen. Helft ihr! Hilfe! Nein! Öffnet das Tor nicht! Ihr lasst die Bestien ein! Genau, diese Hunde bringen den Tod. Was seid ihr für Ungeheuer? Tretet beiseite, ich werde sie selber retten. Halt! Geht nicht allein daraus. Verdammt sollt ihr sein! Wir werden alle sterben! Ah. Ah, das ist ein Okay. Na, treff auch. Komm mal. Vergesst. Was war denn das? Magie sicherlich. Die Bestie. Geralt, seht! Das Zeitalter von Schwert und Axt rückt näher. Das Zeitalter des weißen Frosts und weißen Lichts. Das Zeitalter von Wahnsinn und Verachtung. Tet Dereat, das letzte Zeitalter. Die Welt wird im Eise untergehen und mit der neuen Sonne wiedergeboren werden. Wiedergeboren aus dem Blut der Alten. Aus Hen Ichea, aus einem Samenkorn. Ein Samenkorn, das nicht keimt, sondern in Flammen aufgeht. Die alte Elfenprophezeiung von Itlina. Ich hoffe, es geht ihm gut. Offenbar hat er uns vor der Bestie gerettet. Ja, sieht so aus. Ich hoffe, er ist nicht verletzt. Ne, ich doch werde nach. Jemanden finden, der ihn versorgt. Er sollte nicht allein bleiben. Wir quartieren uns im Gasthaus ein. Und sie steht hier. Wartet mal. Und er schwingt auf dem Weg hierher bin ich wilden Hunden begegnet. Völlig anders als diese. Nicht nur wegen des grünen Pelzes. Wisst ihr etwas darüber? Die terrorisieren das Dorf schon seit einer Weile. Alle paar Tage erwischt es einen der Bewohner. Die Meute wird von einem großen Hund, vielleicht auch einem Wolf, angeführt. Die Leute nennen ihn die Bestie. Vielleicht gibt es jemanden, der bereit wäre, für den Tod der Bestie zu bezahlen. Das ist doch eines Hexers täglich Brot, nicht? Aber genug von Ungeheuern. Was führt euch hierher? Ich suche nach Männern mit Salamanderabzeichen. So jemanden bemerkt in der Gegend? Nicht so laut. So jemand war hier, aber die Bauern werden nicht darüber reden. Der Geistliche weiß vielleicht etwas. Fragt ihn auch nach der Bestie. Mach ich. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Von Salamandra habe ich schon sehr lange nichts mehr gehört. Wisst ihr etwas über sie? Ich denke, das sind Banditen, die die Einheimischen einschüchtern. Gestern brachten sie einen Jungen zurück, den sie mit einer Lamia ausgepeitscht hatten. Einer Lamia? Eine Peitsche aus Maihin, mit kleinen Dornen und Haken. Mit jedem Schlag reißt sie Haut und Fleisch weg. In den meisten zivilisierten Ländern ist sie verboten. Der Junge war im Delirium und murmelte etwas von einem Lösegeld und dem Geistlichen. Leider starb er in jener Nacht. Hab Dank. Ich bleibe vielleicht länger als geplant. Warum interessiert ihr euch so für die Salamandra? Sie haben jemanden getötet, den ich mochte. Und mir etwas gestohlen. Möchte nicht in deren Haut stecken. Sind wir uns schon mal begegnet? Sind wir uns schon mal begegnet? Ich bin es, Shani. Erkennt ihr mich nicht? Was ist euch bloß widerfahren?
Es hieß, ihr seid einem Massaker in Riva zum Opfer gefallen. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich erinnere mich leider nur an die letzten Wochen. Ich fürchte, da kann ich nicht weiterhelfen. Hier im Norden ist die Medizin noch nicht so weit. Allerdings weiß ich, dass die Erinnerungen bisweilen von selbst zurückkehren. So schlimm ist es auch nicht. Ich gewöhne mich daran. Ich gebe es ja nur ungern zu, aber Zauberer können da mehr ausrichten als unser einer. Vielleicht kann einer von ihnen euch helfen. Was führt euch in dieses Dorf? Ich bin unterwegs zum St. Majoran-Krankenhaus in Vizima, um bei der Bekämpfung der Katriona-Seuche zu helfen. Wann brecht ihr auf? Nachdem ich den Opfern des Hundeangriffs geholfen habe. Und was wird aus Alwin? Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich erstmal um ihn. Vielleicht nimmt ein Dörfler ihn bei sich auf. Er wirkt aufgeweckt. Irgendjemand nimmt ihn ganz bestimmt. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Woher kannte er jetzt eigentlich den Namen? Geil. Wir sprechen uns noch. Wir sprechen uns noch. So, was haben wir denn da Schönes? Bargästschädel und Bestienfangzahn. Wie war das mit? So, noch mal was zum Einsacken hier. Da ist noch mehr Überreste. Da auch noch mal ein Bargäst. Noch Überreste, ein paar Münzen. Links kann man mit der Zunsmodus zu wechseln. Okay, wir hatten noch einen Stufenabstieg, ne? Aber... Wie lange muss ich warten? Sie gehen auf, wenn die Pest vorbei ist. Eine Woche, ein... Was wollt ihr? Heißt ihr Fremde stets so herzlich willkommen? Ist alles eins, Sebastian, holen uns alle. Danke für das Gespräch. Feiern wir? Leb wohl. Da ich die Stadt nicht betreten kann, werde ich mich im Tempel des ewigen Feuers dem Gebet widmen. So. In der Gruft hausen Ungeheuer. Unverzeihlich. Wir warten auf Hilfe vom Orden der Flammenrose. Ja, warten. Mehr scheint ja nichts zu tun. Ich werde mir sparen. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Welch ein verabscheuungswürdiger Ort. Ich sitze hier mit meinen Waren fest und in der Stadt harren Frauen, Kinder meiner. Warum kommt ihr nicht hinein? Die Simas Tore sind zu wegen der Pest. Bei den Göttern, nichts ist schlechter fürs Geschäft als solchen. Ich denke, wir können nur warten. Die meisten Kranken sind tot, doch nun verbreiten die Bestie und Banditen Angst und Schrecken. Jetzt fehlen nur noch Steuereintreiber. Kann ich euch etwas fragen? Was? Was hat es mit dieser Pest auf sich? Mit der Pest? Ist eine Art Beulenpest. Ich meide jeden, der auch nur kränklich aussieht. Habt ihr keine Angst? Ich bin immun gegen ansteckende Krankheiten. Großvater hat das auch behauptet. Er beharrte darauf, dass seine Pestbeulen nur Pusteln wären. Möge er in Frieden ruhen. Was? Erzählt mir von der Bestie. Sie soll eine Art Phantom sein, das aus dem Nichts auftaucht und jene ermordet, die das Gewissen plagt. Interessant. Tja, königliche Beamte wären ein Festschmaus für sie. Und andere Gespenster dienen ihr in der Gestalt von Bluthunden. Ich muss wohl die Einheimischen fragen. Was? Gibt es Banditen im Umland? Wahrhaftig, ja. Die nennen sich Bürgerwehr und verlangen Schmiergeld. Auch soll eine Sekte aus Vizima hier eingetroffen sein. Tragen diese Männer das Salamander-Symbol? Bin ihnen nie begegnet. Aber wenn es sich um eine Sekte handelt, weiß der Geistliche sicher mehr. Ich frage ihn. Was? Lebt wohl. Ja, gut. Hat er noch was erzählt? Man kann nie wissen, wann die Bestie auftaucht. Ja. Götter segnet mich mit Geduld. Söldner? Das ewige Feuer beschützt keine Sünder. Tut Buße. Die Kamera. Die haben auch nichts zu erzählen. Vizimas Tore sind geschlossen. Ja, das haben wir schon erfahren. In der Gruft hausen Ungeheuer. Das sagte der andere auch schon. Hast du noch zu erzählen? Man kann nie wissen, wann die Bestie auftaucht. Okay, das sieht jetzt nicht so aus, als würden wir hier noch sehr viel erfahren.
Hier war eine Anschlagtafel. Eine Anschlagtafel. Vielleicht kann ich Hexerarbeit finden. Genau, Lauf links klicken. Machen wir mal. Klick. Was haben wir denn da? Der Bargästvertrag, der Trunkenenvertrag, der Ghoulvertrag und ein Haftbefehl. Nehmen wir alle drei mit. Ja, und jetzt gucken wir mal, was wir da eingesammelt haben. Fangen wir mit dem Haftbefehl an. Haftbefehl. Hiermit geben wir bekannt, dass der Mann, der sich Professor nennt, zahlreicher Verbrechen gegen die Krone schuldig ist, darunter folgende und viele weitere. Missetaten, Mord, Tätlichkeiten, Widerstand gegen Stadtwache und Offiziere sowie andere Vergehen gegen des Königs Untertanen. Wer ihm Unterschlupf gewährt, macht sich dabei Hilfe an seinen Verbrechen schuldig. Daher ist es die Pflicht eines jeden Untertanen der Krone, zur Verhaftung dieses Mannes beizutragen. Hiermit setzen wir eine Belohnung von 1000 Orens für denjenigen aus, der diesen Mann der Justiz übergibt, tot oder lebendig. Dann brauche ich wieder was zum Lesen. So, der Ghoul-Vertrag. Ich brauche das Blut von mindestens 5 Ghoulen und bezahle reichlich. Kalkstein, der Alchemist. Kalkstein. Ertrunkenenvertrag. Die Kirche des ewigen Feuers sucht jemanden, der sich der Ertrunkenen am Flussufer annimmt. Bedingung für die Bezahlung ist der Beweis, dass 3 der Bestien getötet wurden. Bringt ihre Gehirne. Fragt nach dem Geistlichen. Und der Bargästvertrag. Tapferer Mann dringend gesucht. Wer mir 10 Bargästenschädel bringt, erhält 100 Oren. Abigail, die Kräuterkundlerin. Okay, haben wir ein bisschen was eingesammelt? Dann gehen wir doch mal ins Gasthaus hinein. Meditiert in Gasthäusern. Sprecht mit dem Gast und links sich auf Meditieren. Okay. Jetzt gucken wir uns hier aber erstmal um. Guck mal, Alvin steht schon wieder. Guckt, da ist er. Ach, hier ist Kalkstein. Aber 3 Unzen Optima Mater. Ein Tropfen Quecksilberlösung. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Ich bin Kalkstein, Alchemist. Geralt. Hexer. Ein Hexer? Wie viel verlangt ihr für eine Gelegenheit, euren Körper zu untersuchen? Ich glaube nicht, dass ihr euch das leisten könnt. Ihr würdet der Wissenschaft einen großen Dienst erweisen. Na gut. Allerdings hätte ich gedacht, dass ihr zuverlässiges Wissen schätzen würdet. Ich respektiere Wissenschaft und Wissenschaftler, auch Alchemisten. Und dasselbe erwarte ich wiederum von Ihnen. Verstehe. Ja, vielleicht könnt ihr ja einer Untersuchung post mortem zustimmen. Redet weiter, und ich werde meine Meinung, was Alchemisten angeht, noch ändern. Schon gut. Tut mir leid. Man sagt, ihr braucht Ghoulblut. Habt ihr welches? Ich komme wieder zu euch, wenn ich welches habe. Ich brauche das Blut für meine Studien. Macht schnell! Macht schnell. Ey, nicht wieder hinsetzen. Ich war noch nicht fertig mit der... Ey! Das ist alles unhöflich. Was führt euch hierher? Ihr seht nicht wie ein Einheimischer aus. Ich lebe in Visima, aber ich komme gerade von einer großen Versammlung von Alchemisten, Pyromanten und Geomanten in Ochsenfurt. Eine wunderbare Stadt, ein Hort der Wissenschaft. Zweifellos. Kam die Versammlung zu spezifischen Schlussfolgerungen? Es war eine unglaubliche Erfahrung. Ich präsentierte meine Dissertation spezifisch. Solche Versammlungen werden nicht veranstaltet, damit sie spezifisch sind. Ich bin nicht sicher, ob ich den Sinn begreife. Die Wissenschaft ist ein großer Fluss voll von Strömungen, Strudeln und gefährlichen Untiefen.
Ein einziger Flößer kann niemals alle Geheimnisse des Flusses kennen. Er muss den Hafen ansteuern und sein Wissen mit anderen Flößern teilen. Und sich betrinken und sein letztes Geld für Huren ausgeben. Ich glaube, ich verstehe. Die Wissenschaft ist wie ein Fluss. Pardon, ich schweife ab. Ihr habt von einer Rückkehr nach Visima gesprochen. Ja, wegen der Quarantäne verplemper ich Zeit in diesem Gasthaus. Dabei warten extrem wichtige Forschungen auf mich. Und was mache ich? Ich sitze in dieser Klitsche und trinke Alkohol. Mies destillierten Alkohol. Ich habe meinem Freund eine Nachricht geschickt. Auch ein Alchemist. Er ist meine einzige Hoffnung. Er wird mir einen Pass schicken. Ich wünsche euch Glück. Danke. Die müssen mich einfach reinlassen. Fragt ihr die Leute immer, ob ihr sie untersuchen oder Autopsien an ihnen vornehmen könnt? Natürlich nicht, aber ihr seid ein Mutant. Eine wissenschaftlich erzeugte Verbesserung. Etwas Unnatürliches. Das erklärt alles. Nee, nichts für ungut. Ich bin nur neugierig. Braucht ihr die Hilfe eines Hexers? Ja, lest die Anzeige, die ich draußen aufgehängt habe. Haben wir schon. Ich wollte euch über Alchemie befragen. Ah, endlich jemand, mit dem es sich zu reden lohnt. Die Einheimischen interessieren sich für nichts außer ihre täglichen Belange. Ich bin nicht von hier. Außerdem, wenn die Einheimischen über Alchemie nachdenken würden, bräuchten sie euch nicht mehr. Ha! Typische Kurzsichtigkeit. Hexer, Alchemie ist die Mutter aller Wissenschaften. Und wisst ihr auch warum? Sie ermöglicht uns, die Welt zu verstehen. Alles um euch herum ist nichts anderes als Alchemie, die lächerlich zu machen, ihr so versessen seid. In eurem Körper finden ständig alchemistische Prozesse statt. Nur durch sie könnt ihr essen, atmen, ausscheiden. Mehr noch, sie sind für eure Gedanken und Gefühle verantwortlich. Alchemie ist Leben! Wechseln wir das Thema, bevor die Bauern auf die Idee kommen, uns auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Der Wissenschaft kann man nicht das Maul stopfen. Aber gut, was wollt ihr wissen? Wie kommt ihr an eure alchemistischen Grundstoffe? Ihr braucht Ausrüstung, damit ihr das korrekte Destillat erhaltet. Ich persönlich benutze einen Destillierkolben, verbunden mit einer Retorte, einer zusätzlichen Rektifiziersäule und einer Kühlspirale aus Kupfer. Und wenn ich gerade keine verbundenen Destillierkolben zur Hand habe? Ah, verstehe. Feldforschung. Olaf sollte einen anständigen Wodka oder Brand haben, der als alchemistischer Grundstoff dienen könnte. Woher bekomme ich die Zutaten? Wenn ihr selbst Komponenten beschaffen wollt, braucht ihr Bücher mit Zeichnungen und Beschreibungen der Zutaten, die man aus Pflanzen und Tieren gewinnen kann. Fahrende Händler wären eine Alternative, aber die ziehen euch das Geld aus der Tasche. Wenn ich Ungeheuer, Gewebe oder Organe brauche, also ich wende mich da an einen Hexer oder Jäger. Ich interessiere mich für Formeln. Oh, fertige Formeln sind selten und schwer zu finden. Ich rate euch, experimentiert und wandelt Rezepte ab, die ihr schon besitzt. Die meisten Leute unterschätzen den Wert der empirischen Methode in der Wissenschaft. Ich denke, ich habe genug gehört. Aber wir haben doch gerade erst angefangen. Lebt wohl. Gut, der ist also Alchemist. So, zum Teufel damit. Ne, warte, gehen wir mal hier.
Ihr seht nicht gerade aus wie einer, der Glück in der Liebe hat. Aber ich wette, ihr habt Glück beim Würfeln. Ich weiß ein wenig über das Spiel. Herr, ich würde gewiss nicht mogeln. Ich schlage nur ein ehrliches Spiel vor. Ehrlich? Wieso ich? Will sonst niemand mit euch spielen? Risiko ist euer täglich Brot. Es wäre mir eine Ehre, mit euch zu spielen. Meine Börse ist so leer wie des Schmiedes Blasebalg. Die Bauern hier haben nichts als Kohlköpfe zum Wetten. Ein Jäger, das war ein echter Gegner, liebte das Spiel, aber ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Wundert mich nicht. Zweifellos habt ihr ihn ordentlich ausgenommen. Ich will ganz offen sein. Er liebte hohe Einsätze. Aber die Würfel waren ihm von Anfang an nicht wohlgesonnen. Lebt ihr denn gut vom Würfelspiel? Das kommt ganz auf den Gegner an. In Vizima sind die Einsätze sicherlich höher. Wo in Vizima finde ich einen, der mitspielen würde? Falls ihr reich seid, dann im Neu-Narrakord. Ihr könnt es auch im Haarigen Bären versuchen, wenn ihr euch traut. Wer ist dieser Jägersmann, gegen den ihr gespielt habt? Das muss ein großer Liebhaber gewesen sein, denn ich bin nie einem Mann begegnet, der solches Pech hatte. Er verlor viele Orens. Hütet euch! Er kommt gewiss sein Gold holen, wenn er mit Lieben fertig ist. Ich denke nicht, Herr. Man hat ihm das Verlieren von Weitem angesehen. Gewiss wagt er sich seiner Schulden wegen nicht mehr her. Lebt wohl. Ich muss gehen. Okay, der ist ein Spieler. Dann reden wir doch mal hier mit dem Barden. Seid gegrüßt, Fremder. Merkwürdig. Ihr erinnert mich an jemanden. Wer sollte das sein? Der berühmte Hexer Geralt. Der weiße Wolf. Wirklich? Das ist echt unheimlich. Weißes Haar, Schwert auf dem Rücken, wie aus den Balladen. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall. Viele müssen euch für Geralt halten. Ja, so manch einer. Diese Lieder müssen populär sein. Meister Rittersporn, der größte aller Barden, singt diese Balladen seit Jahren. Was habt ihr im Repertoire? Soll ich für euch singen, Herr? Nein. Ah, wirklich? Ich hätte nichts dagegen, was zu hören. Kunst ist Balsam für die Seele, nicht wahr? Aber ich muss auch essen. Wie wäre es mit einem kleinen Beitrag? 5 Orens. Später. Auf Wiedersehen. Bleib still! Ich gehöre nicht hierher. Alter Bauer. Die Hühner sterben wie die Fliegen an der Pest. Ein Trunkenbold. Ach, das von Trunken, was ist mit mir? Nee. Leb wohl. Vielleicht werde ich mit meinem Schwager Ziegel backen in den Sümpfen. Klatsch, klatsch, klatsch. Noch ein Bade. Soll ich für euch singen, Herr? Sieht genauso aus wie der andere. Ist ja... Auf Wiedersehen. Später. Ist das dasselbe? Bleibt still! Ach nee, der ist da hingegangen. Hab ich jetzt einen mitgekriegt. Hört einfach zu. Nee. So, reden wir erstmal mit Elmann. Ihr habt mich gerettet, oder? Ich habe geholfen. Ich frag mich, was jetzt aus mir wird. Wartest du auf deine Leute? Nein, meine Familie ist gestorben. Tut mir leid, Junge. Ist schon in Ordnung. Ich kannte sie ja kaum. So wie traurig, aber auch witzig. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Nee. Wir sprechen uns noch. Hast ja nichts mehr. Bleibt still! Tja, ja doch, wir hätten, glaube ich, den Wirt, den ich vorhin gesehen habe. Und, warte mal, wo ist denn die Barmaid? Zwei Kalksteine. Für etwas Ruhe und Frieden. Mal gucken, was die hier veranstalten. Kämpft ihr oder seht ihr zu? Keine Herausforderer? Wer will einer aufs Maul? Wollt ihr verlieren, Fremder? Wir kämpfen um Geld. Okay. Machen wir mal 5 an. Auf keinen Fall. Nicht mit mir. Was? Ach so. Ich muss auch noch diese 10 geben, oder? Na gut. Komm, wir machen es mal. Ich trete euch in den Arsch und kassiere dafür auch noch Kohle. Wir werden sehen. Ein Geber so gezeigt Charaktere, die sich im First-Kampf antreten. Können wir es
Linksklick zum Angreifen, blockiert an und ich klicken und halten der rechten Maustaste. Okay, gucken wir mal. Ich poliere euch die Fresse! Keine Herausforderer? Okay, ich glaube, jetzt weiß ich, wie es geht. Schlagt mich, ihr Memme! Mach ich doch schon die ganze Zeit. Jetzt fall auch um. Mich juckt es, jemanden zu schlagen. Mich juckt's in den Fingern, jemandem einer zu. Jetzt haben wir ihn. So viel Blut. Mich juckt es, jemanden zu schlagen. Okay, den haben wir ausgenockt. Das war jetzt irgendwie nicht so spannend. Ihr habt gewonnen, Wanderer. Nehmt euer Geld und lasst mich in Ruhe. So, wer ist der Nächste? Keine Herausforderer? Ja, der Kümmerliche. Wollt ihr kämpfen? Habt ihr Geld? Ja, hab ich. Raum, das sogar noch. Ohne Fleiß kein Preis. Wir werden sehen. Vermögeln wir den doch auch nochmal. Steht der andere. Wie ich aus der Kamera. Schlag mich, ihr Memme! Ach, da ist er schon umgefallen. Wir passen dem Bruder hier einen neuen Anstrich. Guckt euch das an. Jetzt glaube ich mal gegen alle kämpfen, oder? Wieder verloren. Ich hätte es wissen müssen. Was war das? Hier ist euer Gold. Hat uns wer geheilt? Oh, Charlie, oder? Wir haben uns geheilt. Den hatten wir. Wollt ihr verlieren, Fremder? Wir müssen doch mal gegen den. Wir kämpfen um Geld. Wir kämpfen um Geld. Ah, komm. Nur 15 diesmal. Ich trete euch in den Arsch und kassiere dafür auch noch Kohle. Wir werden sehen. Ich poliere euch die Fresse! Aua. Na, komm, jetzt fall um. Oh. Schlagt mich, ihr Memme! Da war's schon. Keine Herausforderer? Da fehlen jetzt noch mal drei. Oder noch zwei. Wer will einer aufs Maul? Da hat er ganz schön große Klappe, du. Ihr habt gewonnen, Wanderer. Nehmt euer Geld und lasst mich in Ruhe. So, dann hatten wir noch den da. Ich hab das, jemanden zu schlagen. Ja, komm, ja, ich... Wer will einer aufs Maul? Ich will nicht zweimal verprügelt werden. Aua, ich will nicht zweimal verprügelt werden. Zu schlagen. Keine Herausforderer? Schau an, ein Hexer. Ist hier eine Art Turnier im Gange? Wir verprügeln einander für Geld. Interessant. Wenn ihr wollt, dass Fettfried euer Gesicht umgestaltet, zeigt mir euer Gold. Wie viel? 25 Orens. Ach so. Erzählt mir von diesem Turnier. Die Regeln sind ganz einfach. Ihr schlagt euch gegenseitig ins Gesicht. Wer am Ende noch steht, hat gewonnen. Klar und deutlich und einfach. 25 Orens. Okay, ich bin dabei. Ich bin dabei. Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. Na, Fettfried? Ich bring euch um, Bastard! Oh, der war aber auch einfach. So, den Fettfried haben wir dann auch umgenietet.
Wer will einer aufs Maul? Ihr habt gewonnen. Wo ist meine Belohnung? Wählt. 2 Flaschen Schwarzgebrannter und ein kleiner Happen dazu? Ein Ring oder Bargeld? Das ist eine gute Frage. Ich nehme das Gold. 100 Orens. Oh, 100 Orens. Hätte jetzt bloß mit 50 gerechnet. Keine Herausforderer? Der will nicht. Wer will einen aufs Maul? Nun gut, immer Probleme. Wollte nicht einer hier für uns singen? Wo ist denn der singen wollte? Zurück. Das erstmal hier. Seid gegrüßt, Hübscher. Ihr seht müde aus. Wartet, habt ihr nicht das Kind am Tor gerettet? Ja, durch Zufall. Zufall? Tatsächlich? Würden die hiesigen Bauern doch nur ab und an mal zufällig Gutes tun. Ach egal. Was kann ich euch bringen? Vorerst nichts. Aber würdet ihr euch einen Moment setzen? Wohl kaum. Ich bin ein anständiges Mädchen. Und jetzt arbeite ich. Dann hätte ich gern ein Bier. Bitte. Hier, schöner Mann. Was haben wir denn so alles Schönes? Wassermelonen. Da ist Grundstoff 20 Bestück. Warte mal, wir haben doch hier auch noch ein Bier. Das ist kein Grundstoff. Ja, alle beide weg. Das ist auch kein Grundstoff. Das könnten wir noch essen. Ja, das sieben will ich. Das ist auch noch Getränk. 185 Ohren sagen wir. Okay, gucken wir mal. Was kann ich euch bringen? Vorerst nichts. Aber würdet ihr euch einen Moment setzen? Wohl kaum. Ich bin ein anständiges Mädchen. Ja, das hatten wir schon. Seid nicht zornig. Nur ein Blinder könnte euch ignorieren. Ihr habt wahrlich eine Art mit den Frauen. Was kann ich euch bringen? Erstmal nichts. Erstmal nichts. Bis später. So, jetzt gucken wir doch mal kurz, ob wir den... Lass uns doch Olaf... Der Bade ist da, sitzt der Bade, das ist der trunkenvolle Spieler, der alte Bauer. Wo ist er denn hin, der olle Bade? Hat er schon Feierabend? Nun gut, dann reden wir nochmal mit dem Olaf. Was wollt ihr? Hey. Gebt mir ein Bier. Euresgleichen ist hier nicht willkommen. Ich sagte, gebt mir ein Bier. Wir haben keins mehr. Na gut, mal sehen, was ich habe. Guter Mann. Trinkt aus, wir schließen. Mach das nochmal, Schankwirt, dann werde ich wütend. Und das wollt ihr doch nicht, oder? Nein! Na gut. Ich kümmere mich um meine Angelegenheiten und mache mich auf den Weg. Was kann ich für euch tun? Was ist denn das für eine Unterhaltung? Ich bin ein Hexer. Bah, beim ewigen Feuer. Habt ihr Arbeit für mich? Nein, aber fragt den Geistlichen. Gut. Ich spreche mit ihm. Was kann ich für euch tun? Warum so düstere Stimmung? Ich rede nicht mit Fremden. Tut ihr es für 5 Orens? Dafür würde ich den ganzen Tag mit einem Bargast plaudern. Die Pest war verheerend. Die Leute starben wie die Fliegen. Das Wimmern währte 3 Monde lang. Ohne den Geistlichen wären wir alle dahingegangen. Kein Wunder, dass wir Fremden mit Misstrauen begegnen. Ihr wisst nicht, wie das ist, wenn einem die Pest die Familie nimmt. Der Geistliche betete den ganzen Tag zum ewigen Feuer und nahm keine Nahrung zu sich. Seine Buße befreite uns von der Sünde und stärkte unseren Glauben. Wir reinigten unsere Häuser von Sünde und Schmutz, sammelten sie ein und am nächsten Tag waren wir befreit von unserer Verderbtheit. Danach sprach der Geistliche zu allen Verbliebenen: Ihr habt wohlgetan, eure Häuser von der Sünde zu reinigen
Ich weiß, es war schwer. Ich weiß, es waren Verwandte. Aber das ewige Feuer schickte ihnen die Pestilenz als Strafe. Ihr seid rein, ihr werdet leben. Und wir glaubten ihm und gingen hinaus. Es war frostig und beißend kalt. Aber wir büßten, wir krochen auf Knien durch das Dorf und beteten in allen 5 Kapellen. Am nächsten Tag herrschte Stille im Dorf, als wären alle eingeschlafen. Seither wurden weniger krank. Eine tröstliche Geschichte. Lebt wohl. Ey! Die sind alle sowas im Unglück, alles Gespräch abbrechen. Was kann ich für euch tun? Ich suche jemanden, der in diesem Gasthaus weilte. Seht euch an den Tischen um, aber nachts ziehen sich die Gäste in ihre Zimmer zurück. Kommt morgen wieder, wenn ihr mit ihnen reden müsst. In Ordnung. Okay. Ich sehe mich um. Was kann ich für euch tun? Habt ihr ein Zimmer? Ja, für euch 5 Orens. Oh, das 5 Orens. Okay, wir müssen ja eben hier. So, genau, und einen Stufenaufstieg haben wir auch noch. Das werden wir aber alles in der nächsten Folge machen. Bis dann. Ciao, ciao.